Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Kochen. Mein Name ist Christian Nielsen. Heute bekämpfen wir das Unkraut. Es ist nun eine Saison vergangen und das Unkraut ist überall gewachsen. Warum muss eigentlich das Unkraut weg? Wir haben große Pflanzen und es dürfte die doch eigentlich nicht stören. Naja, erstmal nimmt das Unkraut, wie jede andere Pflanze, Nährstoffe und Wasser den Pflanzen weg, die man eigentlich nutzen möchte. Darüber hinaus wachsen Büsche und auch Obstbäume besser, wenn der Stamm frei ist. Auch das Risiko von Pilzen und Fruchtfäule wird durch das Entfernen des Unkrauts minimiert. Ich möchte nochmal betonen, auch das Gras in der unmittelbaren Nähe des Strauches, der Ranke, des Baumes entzieht der Pflanze Nährstoffe und Wasser. Nicht direkt der Pflanze, aber dem Boden. Besonders junge Pflanzen, die man gerade gepflanzt hat, sind davon sehr betroffen. Aber wie entfernt man jetzt das Unkraut? Das einfachste ist eine Hacke und eine Harke und damit oberflächlich das Unkraut einfach abkratzen. Mit der Harke zusammenkehren und abtransportieren. Die meisten Pflanzen, die wir letztes Jahr gepflanzt haben, sind Flachwurzler. Daher müssen wir sehr darauf achten, dass wir die Pflanze nicht beschädigen. Hier kann man sehen, dass sich die Grasnarbe komplett geschlossen hat, daher nehme ich einen Freischneider. Bei 150 Brombeeren, da hacke ich mich zu Tode. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten letztes Jahr die Kokosmatten ausgelegt. Aber wie ihr seht, hat das nicht ausgereicht. Dieses Jahr verwenden wir Sand als Drainage und darauf Rindenmulch. Diese beiden Schichten sollen das Unkraut minimieren und die Staunässe reduzieren. Als Erfahrungstipp kann ich sagen, möchte man Pflanzen auf dem Feld, dann sollte man sich Muttererde oder Komposterde vom Großhandel holen. Denn die enthält keine Saat von Unkraut, Gräsern etc. Einen weiteren Vorteil hat die Erde, sie ist sehr locker und Staunässe kann gar nicht erst entstehen. Gibt man noch eine dünne Mulchschicht auf die Erde, dann kann Unkraut gar nicht erst entstehen. Oder besser gesagt, für eine längere Zeit nicht entstehen. Im Hintergrund kann man meine Mutter sehen, eine super Gärtnermeisterin, die mir bei der Plantage hilft. Wir hatten dieses Jahr einen sehr feuchten Sommer und es ist leider Rost entstanden. Rost entsteht immer bei sehr hoher Feuchtigkeit und Staunässe. Damit sich der Pilz nächstes Jahr nicht ausbreitet, pflücken wir alle erkrankten Blätter ab und entfernen sie komplett vom Feld. Der Sand für die Mulchschicht. Lieber ein bisschen gröberen Sand verwenden, das ist besser. Und schont auch den Geldbeutel. Den kleinen Rasenmäher mit Anhänger holen, Sand aufschütten und schön verteilen. Schnell nochmal den Hoflader holen, das geht ein bisschen schneller. Eine feine Sandschicht auftragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass wir die Pflanze nicht weiter eingraben dürfen. Sonst könnte die Pflanze krank werden und absterben. Die ultimative Regel ist, der Stamm muss frei sein. Als nächstes kommt der Rindermulch obendrauf. Auch eine dünne Schicht, denn wir wollen ja nicht die Pflanze eingraben. Außerdem würde man sonst die Pflanze überdüngen. Zu viel und zu frischer Mulch würde auch das Pflanzenwachstum beeinträchtigen. Möchte man düngen, dann würde ich warmen Mist wie Pferdemist verwenden oder Komposterde. Denn bei diesem Dünger ist der Stickstoffkreislauf fast abgeschlossen. Wächst dennoch Unkraut durch die Sandschicht und den Mulch,
kann man den Unkraut viel leichter durch den lockeren Sand und den lockeren Mulch entfernen. Dies sollte man auch umgehend tun, weil wären die Wurzeln zu lang, dann ist das so beschwerlich, wie man glaube ich in diesem Video gesehen hat. Ich hoffe, man konnte euch zeigen, dass man auch ohne Chemie Unkraut entfernen kann. Es ist beschwerlich und dauert sehr lange. Wiederholt man diese Pflege jedes Jahr oder vierteljährlich, dann geht es auch immer leichter. Habe ich euer Interesse geweckt? Dann schaut euch die anderen Videos an. Oder geht auf meine Website faszination-kochen.com, da ist der gesamte Plan aufgezeichnet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.